Und damit hallo und herzlich willkommen zum Darth Vader Babsen, Sims, dem Kingsen, der im Moment 3 Tage frei hat. Und wie gesagt, diesmal habe ich gesagt, kümmern wir uns mehr mal um ihn. Und die anderen lassen wir mal so ein bisschen, ich sag mal, ihr Ding machen. Sie möchte jemanden bedrängen hier. Komm, bitte bedrängen, dann tu dich nicht ab. Veronika ist in der Schule und Bella Grusel auch. Schauen wir mal den beiden zu, was hier los ist. Herr Kingsen. Oh! Das hat dir nicht gefallen? Lebensrettung. Ihr wisst ja noch, beim letzten Mal hat es ganz schön geknistert. Das war natürlich eine ziemliche Aktion hier. Sich selbst im Spiegel bewundern, das kann er noch machen, und zwar direkt hier. Dann geht er nochmal schön aufs Klo, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Oh, was ist denn heute los da drüben? Haben die Probleme? Witze schreiben. Witze schreiben. Okay, Computer haben wir. Dann kannst du dich doch mal, ups, ein bisschen nützlich machen. Und zwar Witze schreiben. So ist es. Dann soll ich das mal machen. Jetzt hat der Kingston ja Oh, Probleme hier. Kedap! Wütend. Naja. Wahrscheinlich, weil er so spitzbübisch bedrängt worden ist. Jemanden kennenlernen. Das kann man natürlich machen. Wie ein Champion noch schnell schön einen wegdrücken. Mein Gott. Dass der da Luft kriegt da drunter. Okay. Ach Gott. Das haben wir ja auch noch. Ich vergaß. Bewässern. Das kann schelmisch sein. Nee, ich würde sagen, du kümmerst dich mal ein bisschen hier um die Kinder. Und du musst mit die Windel wechseln. Und der Kingston macht das jetzt folgendermaßen. Ja, er geht schon wieder mit Flasche füttern. Ist klar. Es ist sowas von klar. Jetzt brüllen wir da alle beide. So. Die wirkt sehr lustig hier, die Caroline. Hier füttern. Und auf geht's. Zack, zack. Windeln wechseln und Witze schreiben kannst du jetzt stecken lassen. Nee, wir haben Maschinen jetzt abbilden, Kings. Wir wollen heute mal einfach mal unsere Ruhe haben. Ja. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen sauber machen. Das ist ja eigentlich genau nach seinem. Komm hier, was ist denn hier los? Weiterentwickeln. Sollen wir was trinken? Ja. Saft on the Rocks, klingt geil. Den kann man nicht wegschieben. Okay. Narabu, Bantu, Wie liegt da alles rum hier? Das muss man mal sauber machen. Okay. Harte Arbeit hat sich ausgezahlt, denn die Qualität seiner Karottenpflanze ist gestiegen. Mal aufwischen. So, wo ist jetzt hier die. Hier, die kommen, hör auf mit dem Essen. Kümmere dich um das Kind. Aber ZZ für ziemlich zügig. Auf geht's, komm. Druck machen. Schon mal über den Rasen gewischt? Ist ja geil, was der alles drauf hat. Hier haben wir noch. Ach, da muss ich noch was sauber machen. Jeden. Du mal bewässern. Nein, der hat Durst, ich weiß. Wir gehen nachher schön in die Kneipe und werden wir schon richtig einen vom Leder ziehen. Die ist in der Schule. Ist völlig breit. Die hat auch ein Problem. Aber wisst ihr was? Das interessiert mich jetzt mal nicht. Die hat Hunger. Wie schaut eigentlich unser Kühlschrank aus? Haben wir noch was drin?
Petersilie. Silikum. Ja, schön ein paar Karotten hier. Immer alles frisch. Immer alles frisch. Kingston macht hier einen auf Bewässerer und hat schon wieder daneben getropft. Aber hat Spaß. Warum hat er da Spaß bei sowas? Und danach wieder schön aufwischen. Ach Gott, wie ein Witz erzählen. Hier, das ist der Mirko-Palm, oder? Den mittlerweile. Ey. Ist das Mirko? Ne? Ben Müller. Okay, naja. Macht auch nicht gerade den absoluten Brüller. Hier einschalten. Musik hören. Oh. Elektronisches. Dann lässt sich leicht erwischen. Ist noch nicht fertig? Wie? Das hat er doch vor uns erst aufgewischt. Wieso ist das jetzt schon wieder nass? Hat er nicht richtig gegossen oder was? Oder woran liegt das? Nee, du brauchst dich jetzt nicht um die Kinder kümmern. Alles ernten. Auf geht's. Jetzt wird erstmal ein bisschen was eingefahren hier. Jetzt hat er eigentlich auch noch was im Inventar drin. Na, so ein bisschen. Das gehen wir nicht mehr zu ernten. Ja, dann tun wir mal schön jeden. So, und sie hier. Wer schreit? Rede auch mal mit ihm. Oh, die wollte gerade auch ein bisschen mitmachen. Hm. Naja, gut. Ja, okay, beim Kingston geht es ein bisschen so der Stift runter. Ja. Hier alle gehen joggen, er muss natürlich wieder das Unkraut jäten. Ist natürlich nicht ganz so toll, das gebe ich zu. Haben wir jetzt alles gejätet, oder? Da am Bananenbaum muss er sich auch noch hinbücken. Der müsste auch bewässert werden, das sieht ziemlich grau aus. Hüpfen. Okay. Okay, 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 okay. Das kannst du jetzt machen. Komm. Bewässern. So. Dann kann ich hier in die Stadt. Wie schaut's denn aus? Oh, vorher noch duschen. Vorher noch duschen. Hier blinkt schon wieder irgendwas. Kann man schon wieder weiterentwickeln. Was mit ihr? Ist die fertig oder was? Ja, komm, tanz mal zur Musik. Tanzen, auf geht's. Komm, komm, komm. Oh, Veronika, so schon. Die ist auch schon wieder da. Völlig am Ende. Okay. Bevor sie zusammenbricht. Nee. Legen wir die mal schön ab. Legen wir die mal schön hin. So, Kingston, jetzt kümmern wir uns um uns. Und zwar. Was rennt er denn so? Ah, die muss schon wieder duschen. Dann soll die duschen. Nachdenklich duschen. Oh. Kingston, gut gelaunt. Gut gelaunt hier, macht er einen auf. Ey, irgendwie. Was macht er denn jetzt? Okay, das hat er geschafft. Er ist der absolute Houseman. Er ist der geborene Houseman. Er hört halt auf zu tanzen. Es geht eher duschen. Okay, auch da hat er natürlich völlig recht. Und dann ziehen wir aber los, Freunde. Dann ziehen wir echt los. Die pennt. Was ist hier los? Statistik. Ach, da. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Bella Grusel kommt nach Hause. Wirklich was mitgebracht hat sie nicht. Die will schon wieder jemanden. Kummerhotlern anrufen. Kokett duschen. Kalt duschen. Komm. Dann mach das. Was ist mit ihr eigentlich los? Ein bisschen wenig Spaß, Hygiene.
Dann nehmen wir die Bella Grusel mit, oder? Wenn wir auf Reisen gehen, die brauchen ein bisschen Bespaßung. Der Kingston hat sich schon fertig gemacht. Das gefällt mir. Aha. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Reisen mit Bella Grusel. Wo ist er? Hier. Oh, ich hätte es noch geschafft. Entweder wir gehen erst ins Fitnessstudio oder in den Park. Bei den Landgrabs in den Nobelschuppen. Was ist denn hier los? Oder schön im... Ne, wir gehen ins Schlangennest. Lass uns mal richtig schön einlaufen. Würde ich sagen, das mach mal. Da sind wir dabei. Und die Caroline kann sich dann mal hier um die Kotzen kümmern, die scheinbar nie älter werden. Aber gut. Dann halt nicht, ne? Dann eben nicht. Was ist denn hier los? Mikroskope werden eingestellt. Wie viel Zeit brauchen die, um dann zu kommen? Da sind sie alle beide. Okay, prima. Um sich kümmern. Passt. So, Kingston ist auf jeden Fall mal froh, dass er raus ist. Und jetzt hier mal richtig schön hierher gehen. Bella Grusel hat ein Problem mit dem Hunger. Ausheulen. Kannst du dir mal bitte mal ein bisschen hier freundlich vorstellen. Kingston ist natürlich immer der Freundliche, das ist klar. Was ist denn hier los? Okay, er hält sich ein bisschen mit dem Fabian-Kreuz. Was ist mit ihr los? Oh, der Kings merkte was, der war lange nicht mehr draußen. Der möchte mal richtig schön wieder einen wegzwirbeln. Zuckerzunder für Kingston. Mit Christian plaudern. Oh, die quatschen hier über die Ecke oder was? Oh, Stirnleit und Musik. Hier, tanzen wir mit dem Lord zusammen. Die haben die Plätze getauscht oder was? Ist ja geil. Was macht denn der Kingston? Völlig ausgelassen. Oh, da drüben. Hier, wer ist denn das? Muskelman? Don? Okay, hat er gemacht. Kokett vorstellen, das kann er ja. Er ist ja heute in einer unheimlichen Verfassung. Wollen wir mal bei ihm ein bisschen angreifen. Mit jemandem flirten. Nehmen wir hier den aufreizen, posieren. Obwohl der... Ja, doch, komm. Was geht denn hier? Sau die ab, oder was? Oh, das ging in die Hose. Das ist schon der Kokett. Anmachsprüche im Spiegel üben. Hab ich was gesehen? Soll sie rübergehen? So, der Kingston. Jemand ein Kompliment machen, das kann er doch eigentlich... Das ist doch eigentlich seine einfachsten Aufgaben. Ja, machen wir mal ein Kompliment, wie wir es aussehen. Momentan noch nicht viel los hier. 18 und 19. Da geht noch ein bisschen was. Jetzt kannst du dich beruhigen vom Spiegel. So. Aber mit Griff. Schon wieder, weil angespannt ist. Sie ist beschämt. Ja, hier, dann legt er mir einen Pancake. Kann sie nicht. Kann sie auch nicht. Den kennst du auch nicht. Dann nimm doch diesen. Nein. Sorry.
Jetzt ist sie wieder. Ja, dann gib nochmal Nachsprüche. So. Kingsley, gehen wir mal zu dir rüber. Ja. Fängt er da. Was macht er? Jemanden kennenlernen. Hat er das nicht? Geschah. Mein Tag verschönern. Also, das sieht ja ein bisschen aus wie früher Alex Hasselmann. Ja? Zumindest von der Hautfarbe her. Scheinbar hat er da ein bisschen so ein Faible für. Die sind geil, die zwei. Die, das sieht echt cool aus. Das sieht echt gut aus, was er da wieder macht. Die amüsiert sich dort. Darf ich mal freundlich vorstellen? Beim Herrn Pancake. Vielleicht gibt es noch Punkte. Energie. Was haben wir denn im Belohnungstor? Wie viele Punkte haben wir denn? 1040. Ein Blitzlaser. Ein Frühaufsteher. Eine Nachteule. Okay. Markttauglich. Okay. Stahlblase ist auch geil. Gut, dann warten wir noch ab. Da gibt es noch einige Sachen, die muss ich vielleicht ziehen kann. Jemanden umarmen, das ist, denke ich mal, eine seiner einfachen Aufgaben. Die fühlt sich auch ganz wohl. Plaudern mit. Hat sie erledigt. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem Spaß hatten. Das gibt Spaß. Ja, dann. Hier. Zusammen tanzen. Auf geht's. Das soll mir Spaß machen. Kingston will Fernsehen gucken? Nee, das geht nicht. Nee. Hier. Stopp. Zurück. Jemanden umarmen, einladen. Romantik? Ist das Romantik? Knuddeln. Geht das in die Richtung? Wie ist Spaß geht nach oben? Ein bisschen Dampf hat sie. Ne, da muss ich ein paar Chips. Oh, da ging's. Das hat mich alles keiner gesehen. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ja, jetzt dreht er völlig auf. Er ist ja der Schmeichler schlechthin, ne? Er kann ja. Ja, er hat doch hier Charisma Level 5. Fit ist er auch wie ein Tonschuh. Komm, bleib jetzt dran an der. Ah, jetzt hier mal ein. Und danach gibt es mal einen schönen Energietrink. Kann er auch spielen. Etwas. Und danach gibt es mal einen schönen Kaffee. Dass die Energie wieder zukommt. Ansonsten müssen wir noch so einen Energietrank nehmen, aber mir geht's auch zurück in der Couch. Also das ist kein Thema, noch Hunger da auch. Lass mich erstmal ein Käffchen trinken. Schon wieder weg. Was ist denn hier mit Bella Grusel? Die macht, glaube ich, ein bisschen Partyalarm. Was willst du, was? Ja. Jemanden was umzuhängen nach Tagfragen, Tagbeschüssen. Ja, Auswahl, das habe ich noch Romantik gesehen. Oh, Scheiße. Nee, okay, vorbei. Na dann. Machen wir das beim Kind. Da kann man gehen. Der trinkt jetzt mal schön Kaffee. Damit soll die Energie sich ein bisschen. Oh, Bonnie. Zurück zu mir.
ein paar Stunden hier drin verbracht, sozusagen. Ich will nicht wissen, wie es zu Hause läuft. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, ja, ob die Kinder versorgt wurden oder auch nicht. Während Kingsen und Bella Grusel sich abseits der Familie einen schönen Tag machen. Wobei ich sagen muss, vor allem hier, Atze. Er hat sich's verdient. Er hat sich's ganz einfach verdient. Und deswegen. Romantisch. Deswegen habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen. Weil, ich sag mal, es gehört dazu, man muss auch mal raus. Und er hat ja auch frei. In 2 Tagen geht's weiter. Muss er wieder buckeln. Deswegen jetzt mal richtig schön Party machen. So, was macht die? Nimmt sich auch was zu trinken. Der Kingston muss aufs Klo. Das ist aber doch kein Problem, weil... Hier. Können wir machen. Einfach mal weniger quatschen. Komm, genau aufs Klo, das nehmen wir noch mit hier. Ich weiß, der will jetzt unbedingt alles geben, das ist schon klar, aber... Jemanden umarmen. Wer ist denn das? Lustig vorstellen. So, da ging es will ein Laufband kaufen. Wie viel Laufbänder braucht denn der, sag mal? Gibt es da gar nicht. Hunger hat er auch. Da kann sich mal ein paar Chips bestellen bei Jonas. Jo. Hol dir mal ein paar schöne Chibis. Klasse, wie er das macht. Klasse. So. Ja. Gib dem Kingston mal was zu essen. Da hat er schon was. Und nimmt hier in der heiteren Runde mit Platz. Das gefällt mir. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was die zwei hier noch veranstalten. Und ob zu Hause soweit alles in Ordnung ist. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Kingston.